wir vergessen das Heftchen. Da war ich, die Reihenfolge war halt ein bisschen ungewöhnlich. Vorne haben wir Batman. Und ja, drinnen haben wir einmal das T-Shirt, ganz klar mit 19 Euro. Das Kissen hätte 13 Euro gekostet. Das Notizbuch 15 Euro. Wahrscheinlich, weil sie von Game of Thrones sind. Meistens so 10 bis 12 ist eigentlich ein normaler Preis. Der Schlüsselanhänger von Batman 8 Euro, finde ich dafür, dass es zwei Anhänger dran sind. Und ein kleines Lederbändchen finde ich okay. Karte ist gratis. Mein Plus-Item für 5 Euro war der Star Trek-Artikel. Das heißt, den Star Trek-Artikel hat gar nicht jeder. Finde ich ganz cool. Würde mich auch freuen, wenn ältere Sachen noch dabei wären. So wie Akte X oder so, wenn man das irgendwo herkriegt. So, dann ganz schnell hinten von der letzten Box. Ja, mit den Spielen. Informationen zum neuen Artikel. 10%. Da haben wir das kleine Mini-Poster vom letzten T-Shirt. Und das war's auch schon. Aber ich dachte, das wollte ich jetzt euch nicht vorenthalten. Dadurch, dass heute die Reihenfolge ganz anders war, war das Ganze auch anders. Vom Motiv vom Kissen gab es anscheinend nur das Kissen. Manchmal gibt es ja mehrere Motive und man hat eins davon. Ja, und zum T-Shirt gibt es natürlich wieder Pulli, Sweatshirt, Tasche und alles andere noch dabei. Hier, statt Feuerwerk gibt es für den Winter ein magisches Schneegestöber. Schneegestöber, okay. Und 10%, wenn das jemand haben möchte. So, jetzt bin ich immer weg.